also ein Wechsel in der Innenverteidigung war ja auch im Vergleich zu den letzten Wochen von Eric Dier und Matthijs de Ligt zu wieder Upamecano und Kim zu gehen in Heidenheim. Das hat in der zweiten Halbzeit nicht so gut funktioniert. Sind die beiden einfach gerade auch absolut verunsichert, Upamecano und Kim? Ja, ich glaube, habe das Gefühl, dass alle vier so ein bisschen verunsichert waren. Dier und de Ligt haben sich dann gefangen zusammen. Das hat ganz gut harmoniert, ganz gut funktioniert. Dann waren wieder natürlich Upamecano und Kim, weil sie draußen waren, wahrscheinlich auch ein bisschen verdutzt oder verunsichert, wie du gerade gesagt hast. Das zeigt aber auch, dass ja alle vier nicht bisher das geleistet haben, finde ich, oder das gezeigt haben, was sie einfach können. Und wo sie vorher in ihren Vereinen eben Top-Leistung gebracht haben, die sehe ich noch nicht so. Bei Dier muss man vielleicht noch ein bisschen das mit Vorsicht beurteilen. Der hat ja noch nicht so viele Spiele für den FC Bayern gemacht und die letzten waren auch recht gut. Aber die anderen beiden, ich meine, Kim war, glaube ich, der beste Spieler in Italien in der Serie A letzte Saison. Der ist ein Bestandteil der südkoreanischen Nationalmannschaft, ist glaube ich, sogar Kapitän. Also von daher, das sind ja richtige Top-Spieler. Und bei Upamecano verstehe ich es einfach nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn in Leipzig immer als tollen Spieler empfunden, der alle Fähigkeiten hat. Aber irgendwie kriegt er das bei den Bayern nicht umgesetzt. Also deswegen war sicherlich dieser Wechsel, der hat mich auch ein bisschen verwundert, dass Thomas Tuchel das gemacht hat. Ich hoffe nicht, er hat es gemacht aus dem Grund, dass man alle zufriedenstellen will, sondern einfach wirklich, weil er die Idee hatte, vielleicht die anderen beiden wieder für das Spiel morgen, ja, mal denen mal eine Pause zu gönnen. Dann schauen wir mal in die Glaskugel. Glaubst du, Thomas Tuchel geht zurück zu Dier und de Ligt gegen Arsenal oder bleibt er jetzt bei Kim und Upamecano? Würde nicht ein bisschen Konstanz aus Trainerperspektive da gut tun auf der Position? Ja, die würde sehr gut tun. Also das würde allen gut tun. Das ist einfach so. Das tut den Torhüter meistens gut, das tut aber auch den Spielern davor gut. Wobei auch die beiden sich natürlich über die Innenverteidiger, die spielen, bei uns war es immer so, ich habe mir dann auch mal einen Sechser oder zwei Sechser gewünscht, die davor auch ein bisschen geholfen haben und abgeräumt haben, wie es so schön heißt. Das muss immer die gesamte Mannschaft dann machen und da gehören nicht nur die beiden dazu. Aber ich denke, dass er, weil es zuletzt ganz gut funktioniert hat, wahrscheinlich zurückgehen wird. Ja. Letztes Jahr Italiens bester Verteidiger, du hast es richtig gesagt, jetzt für knapp 50 Millionen zu den Bayern gewechselt, muss man ganz hart sagen, Kim ist ein Fehleinkauf oder glaubst du, das steckt noch in ihm drin und es schlummert noch? Nee, Fehleinkauf glaube ich nicht. Am Anfang der Saison hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Da war er auch sehr präsent, viele Bälle abgelaufen, wirklich, er brauchte kein großes Tackling. Also der hat ja alles, ist körperlich stark. Nee, aber der hat sich irgendwie, entweder hat er sich anstecken lassen, ist vielleicht, oder vielleicht hat er einfach zu viel Spiele auch mal eine Zeit lang gemacht, das kann ich nicht genau beurteilen. Er hat ja kaum eine Pause gehabt, der war ja auch im Winter dann in Asien, beim Asien-Cup, glaube ich, war es. Also da kann man vielleicht ein paar Entschuldigungen oder kleine Entschuldigungen finden, aber er hat schon gezeigt, auch bei Bayern, gerade zu Beginn der Saison, was für ein guter Spieler ist.